So. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein Paket abbekommen. Gerade vor, keine Ahnung was. Und zwar haben wir das Ganze im Endeffekt für Anführungszeichen die Gaming-Ecke, damit ich meine drei Monitore so auf den alten Tisch jetzt drauf bekomme. Das ist vorübergehend, also zum anderen auch, um die Standfüße wegzukriegen, kriegst du wieder Platz rein. Es ist ein Schlammichtot, Gelenk am Stativ, wie auch immer. Angeblich sollen da zumindest 3 24 Zoll drauf passen. Also je nachdem auch wie man es positioniert, auch glaube ich bis zu 27 Zoll. Die drei Monitore werden allerdings nicht nebeneinander, weil der eine sowieso kein 24er, sondern 22er. Gucken wir uns nachher mal an. Ich hoffe halt bloß, dass ich dass ich die Standfüße hier halten, da jetzt sauber wieder runterkriege, ohne die kaputt zu brechen. Bin ich mal gespannt. Das Ganze werde ich jetzt mal komplett auspacken. Versuchen die Standfüße halt runterzukriegen. Am besten die Monitor, die halt angeschlossen sind, auch ohne alle Kabel wieder rauszuziehen. Ich hoffe auch, ich muss kein Kabel mehr holen. Das mache ich jetzt erstmal. Scheißding endlich aufgebaut, meine Fresse. Das war ein. Das war. Scheiße, also. Naja. Aber hat geklappt. Scheiß drauf. Ein Problem habe ich leider noch. Na gut, lässt sich nur einstellen. Was soll's. Oder ist auch eine Sache. Kann man zur Not mit leben. Das Ganze sieht. So sieht das Ganze jetzt in etwa aus. Ich drehe auch gleich mal eben. Machen wir. Finde ich persönlich schon nice. Weil. Also es ist jetzt nicht ganz das Setup, was ich sonst immer. Was ich sonst immer ganz haben wollte. Sonst wohl eigentlich drei nebeneinander. Aber wenn ich so überlege, bei dem was ich mache und alles, geht das auch super fit. Einzige was halt wirklich stört, ist so ein bisschen, dass du mit der Maus kann ich jetzt nicht nach rechts und links direkt wechseln, sondern muss immer erst hoch, dann wieder runter. Kriegen wir mit Sicherheit auch noch einen Griff. Da werde ich mich mal schlau machen, wie ich das kriege, dass ich da frei mich bewegen kann. Boah. Aber das Ganze, also mit drei Monitoren wollte ich auch hauptsächlich eigentlich nur wegen Stream. Weil dann muss ich nicht alles im Fenstern auf einen rechten Monitor haben, sondern kann ganz normal. Hab jetzt halb rechts meine zwei Fenster mit der Twitch-App, wo ich ein bisschen kontrollieren kann. Zur Not, na gut, einen Browser werde ich im Hintergrund dann laufen lassen. Also für Sachen wie YouTube dann, oder wenn ich selber mal Song Requester import, dann muss ich auch YouTube über den Link machen. Streamlabs, das reicht aber, brauche ich kein Vollbild für Streamlabs. Aber oben für den Chatbot finde ich das schon nice. Ist schon eine nice Angelegenheit. Jetzt kommt das Licht auch anders. Da haben wir mal festgestellt, dass dieser Schatten, dass wir den auch relativ gut wegbekommen haben dadurch. Warum auch immer, das heißt, der Greenscreen läuft auch besser. Also ohne dass er. Also ich habe jetzt zuletzt beim Einstellen, beim Weggehen jedenfalls nicht gemerkt, dass da noch jetzt wer weiß wie was flackert. Das sieht satter aus, sonst nicht durch nicht ganz hundertprozentige Beleuchtung nicht ganz das passende gefunden. Ich bin mal gespannt, was gleich noch kommt. Müssen wir noch was tun. Ich knall mir jetzt noch eine Pizza rein. Dann hoffe ich, dass ich vielleicht noch kurz dazu komme, so ein bisschen anzutesten. So ja, streamen mich, aber ne? Höhe passt. Ich muss jetzt nicht mehr so nach unten gucken nebenher so ein bisschen, sondern alles schön passend ungefähr eingestellt, dass ich ungefähr, also einigermaßen
passend Kopfhöhe habe. Weil sie halt nicht mehr ganz so extrem nach unten gucken. Also wenn man das jetzt ganz genau nimmt, müsste ich so sitzen, aber es wäre mir zu steif. Also ein bisschen locker lassen. Das passt schon. Too soon to say I'm fine.